Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute geht es um das ENAC Aquarium. Die einen oder anderen haben ja vielleicht den Livestream geschaut, wo ich das vorgestellt habe. Und da gab es ein ziemliches Desaster. Hatte ich so in meiner Karriere, ehrlich gesagt, noch nie gehabt. Zum Glück, bis jetzt. Und das zeige ich euch. Und ich zeige euch aber auch, wie ich es behoben habe. Und ich wünsche euch hier immer viel Spaß dabei. Es war schon ein ziemlicher Schock, als ich am Morgen, nachdem ich euch das Becken ja vorgestellt hatte, diesen Riss quer über die Rückscheibe im ENAC-Becken gesehen habe. Und Scheibenkleister war nicht nur das, was ich jetzt benötigte, sondern auch nur die YouTube- und jugendfreundliche Version der Schimpfwörter, die ich in Wirklichkeit benutzt habe. Offensichtlich hatte sich zwischen dieser Steinplatte und der Glasrückwand eine Spannung aufgebaut, für die wahrscheinlich ursächlich diese Durchführungen zuständig waren. Zuvor hatte ich noch sowohl das Problem mit der Dichtheit des Filters als auch hier bei diesen Auslässen mit solchem Dichtband behoben, das man in jedem Baumarkt für ein paar Euro bekommt. Jetzt sieht man hier, wo ich das abschraube, dass das hier so ein bisschen aufliegt und ich ja, um das überhaupt rauszubekommen, dass die Steinplatte so ein bisschen anheben muss. Und das denke ich, dass das die Ursache war für diesen Riss. Dieses Risiko hatte ich offensichtlich unterschätzt. Das einzige Glück war nur, dass ich noch kein Wasser im Becken hatte. So gesehen immer noch Glück im Unglück gehabt. Naja, die das Video kennen von der 3D-Rückwand, die wissen ja, dass ich schon in der Lage bin, inzwischen eine Scheibe vom Aquarium auszubauen. Und das habe ich dann auch getan. Dafür habe ich diesmal allerdings ein Cuttermesser benutzt und das ging, wie man hier sieht, recht gut. Die Scheibe habe ich dann rausgebaut. Die Frage, die jetzt nun aufkam, war, was baue ich da jetzt wieder ein? Denn um nochmal so eine Scheibe zu besorgen, ist mir die Zeit davongelaufen. Das war nicht möglich. Also musste ich mir irgendwas überlegen, denn auch für die Bepflanzung und die ganzen anderen Geschichten lief mir die Zeit einfach davon. Und deswegen habe ich mal wieder mein Hirn angestrengt und habe mich dann entschieden, doch es mal mit der Steinplatte zu probieren. Obwohl der Glaser ja gemeint hätte, das würde nicht funktionieren. Also es ist schon ein ziemliches Risiko, was ich da mir überlegt hatte. Auch diesmal erwies sich wieder die Reinigung der Scheiben, also die Entfernung der Silikonrückstände, als langwierigstes Problem bei der ganzen Geschichte. Also wenn da einer von euch eine Idee hat, wie man das einfacher und schneller machen kann, gerne unten die Kommentarfunktion benutzen. In dieser Perspektive sieht man jetzt beim Auflegen dieser Steinplatte oder dieser Fliese, wie groß diese Abstände sind, die sich dann ergeben und dass das nicht bündig abschließt. Also musste ich mir dafür natürlich etwas überlegen. Gelöst habe ich dieses Problem mit einem einfachen 2x4 cm Aluminiumprofil aus dem Baumarkt, das ich mir einfach mit einer Eisensäge zugesägt habe, sodass es praktisch die ganze Kante bedeckt. Jetzt wurde es aber Zeit, mit der Verklebung zu beginnen. Dabei kam dieser Marina Transparent Silikon zum Einsatz und auch diese Tools, mit denen man praktisch diese Nähte besser abziehen kann. Die hatte ich das letzte Mal ein bisschen versaut bei dieser 3D-Rückwand. Falls ihr das Video noch nicht kennt, hatte ich euch hier oben eingeblendet. Und das wollte ich diesmal natürlich unbedingt besser machen. Schließlich war es ja das Wettbewerbsbecken. Also habe ich ein bisschen rumprobiert, welche Kante man da am besten verwendet. Und das dann auch dementsprechend umgesetzt. Außerdem hatte ich noch ein Testchen mit Seifenlauge, um ein bisschen die Finger so sauber zu kriegen und so weiter. Dann habe ich versucht, diese Düse hier zuzuschneiden und dazu habe ich aber auch ein paar Versuche gebraucht, bis dann wirklich ausreichend Silikon rausgekommen ist, um diese relativ starken Nähte, die ich ja benötigt habe, um das alles dicht zu bekommen, hinzukriegen. Hier sieht man jetzt die Steinplatte, wie sie schon auf dem Aquarium liegt und wie dann die Silikonfugen teilweise auch bisschen vorquellen und das habe ich dann halt einfach mit
diesem Abziehgeräten da aus Kunststoff dann einfach langgezogen und dann sah das doch eigentlich schon mal recht nett aus. Der Grund, dass hier manchmal diese Bakterienbälle im Hintergrund sind, ist einfach der, dass ich es auf dem Tisch mache, wo ich sonst immer das Bio-Home einpacke. Und da stehen die halt rum. Soll jetzt also keine Schleichwerbung sein, sondern offizielle Werbung. Dann habe ich halt diese Alu-Schiene einfach richtig dick mit Silikon vollgemacht, um damit halt nicht nur die Dichtheit zu verbessern, sondern eben auch den gesamten Halt dieser Geschichte. So, jetzt habe ich praktisch beide Schienen dran. Jetzt muss ich halt gucken, dass das hier unten absolut bündig ist. Dann ist die Grundfuhr schon mal dicht. Und jetzt kommt dieser Rahmenspanner zum Einsatz. Jetzt muss ich das Aquarium jetzt hier ein bisschen über den Rand schieben, dass das funktioniert. Was mache ich jetzt? Da brauche ich ja zwei Hände. Durch diese Fixierung gebe ich halt zusätzlich nochmal Halt und habe dann eben auch die Möglichkeit, die Nähte von innen weiter zu bearbeiten. Also das Becken auch schon aufzustellen, ohne warten zu müssen, bis da irgendwas angezogen ist oder getrocknet ist. Weil es eben einfach nicht auseinandergehen kann. Natürlich habe ich auch hier außen nochmal die ganzen Sachen ein bisschen abgezogen, dass es sauber ist. Hier sieht man jetzt von innen, dass die Nähte eben noch nicht ordentlich aussehen. Und das habe ich halt dann versucht, noch besser hinzukriegen, indem ich hier nochmal Silikon eingefüllt habe und dann diese Abziehteile ihren großen Einsatz hatten. Da muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, so ein runderes Profil zu nehmen, um es abzuziehen, weil hier jetzt an der Seite so alles das Silikon rausgedrückt und so einen Rand am Stein hinterlassen, der leider auch nicht nach Abtrocknen vollständig verschwunden ist. Unter Wasser fällt das nicht auf, aber über Wasser leider schon. Auch dafür muss ich mir dann später noch etwas überlegen. Aufgrund der rauen Oberfläche dieser Fliese habe ich auch diese Durchgänge mit Silikon noch zusätzlich abgedichtet und verklebt. Außerdem habe ich dann beim Filterauslauf noch ein kleines Stückchen einfaches Fliegengitter davor geklebt, um zu verhindern, dass da zu große Brocken eingesaugt werden. An diese Stelle kommt später auch noch ein kleines Stückchen grober Schwamm. Ja, so sah das fertig geklebte Becken dann aus. Jetzt musste ich halt mindestens 24 Stunden warten, bevor ich dann eine Dichtheitsprobe machen konnte. In der Zwischenzeit habe ich halt dann schon ein bisschen rumexperimentiert, denn mit dem Hardscape konnte ich ja testen, dazu brauchte ich ja kein Wasser. Die Bilder davon hatte ich euch ja auf Instagram gepostet. Falls ihr mich da noch nicht abonniert habt, unbedingt machen, weil da halte ich euch zwischen den Videos auf dem Laufenden und kündige auch die Livestreams an. Nachdem die 24 Stunden rum waren, wurde es nun Zeit, die Dichtheit des Beckens zu testen. Dafür musste ich natürlich die Schläuche wieder anschließen. Falls euch interessiert, was das für Dinger sind, mache ich euch da mal einen Link in die Videobeschreibung rein. Generell wäre es sicherlich schön gewesen, glattwandige Sachen zu nehmen. Aber wie gesagt, mit diesem Kniff mit dem Dichtband ging es relativ gut dann. Und es gibt leider nicht so viel Auswahl an solchen sogenannten Tankdurchführungen, da die meistens für Regentonnen ausgelegt sind. Deswegen haben die auch einen relativ großen Durchmesser. Ich zumindest habe keine gefunden, die jetzt für Aquarienschläuche geeignet wären. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Jetzt aber Wassermarsch. Und bei dieser Gelegenheit wurden natürlich auch die Rückstände der Seifenlauge, die ich ja zum Silikonglattziehen benutzt habe, gleich mit abgespült und entfernt. Und auch sonstige Überbleibsel der Bauarbeiten. Und hier seht ihr das Ergebnis, alles dicht. Jetzt hatte ich nur noch eine kleine Baustelle. Und zwar hatte ich ja an dem Abend, an dem ich euch das Becken vorgestellt habe, noch ein bisschen rumexperimentiert und dabei festgestellt, dass es schon ziemlich schwierig sein würde, das Wasser im Becken so weit anzustauen, um diesen Wasserfall zu erzeugen. Nach einigen Grübeln hatte ich dann den Geistesblitz, noch einfach weiter oben
eine Durchführung zu machen. Und dabei habe ich gleich noch so einen Härtetest gemacht, so frei nach dem Motto No Risk, No Fun. Oder auch, wenn die Rückwand das überlebt, dann müsste sie eigentlich auch alles andere überstehen. Ging eigentlich ganz gut und ich habe einfach abwechselnd mit diesem Stufenbohrer vorsichtig von beiden Seiten so lange gebohrt, bis dieser Filtereinlauf, den ich extra zu diesem Zweck abgesägt hatte, dann da reingepasst hatte. Somit konnte man auch später den Schläuche sehr bequem an diesem Aquarium anschließen. Nachdem das Loch dann groß genug war, dass dieser ehemalige Filtereinlauf durchgepasst hat, habe ich das dann einfach so genommen und habe es dann mit Silikon so ein bisschen eingedeckst. Hier sieht man auch nochmal schön, dass das einfach nur mit der Eisensäge abgeschnitten ist und ein bisschen mit einer Feile glatt gefeilt, damit es eben diese Späne weg sind. Und den habe ich halt dann einfach in diesem Loch so ein bisschen eingeklebt und den Silikon verschmiert und von hinten habe ich das so ein bisschen abgestützt, damit es nicht zu nah an der Wand zu liegen kommt und ich somit immer die Möglichkeit habe, bequem die Schläuche anzuschließen, beziehungsweise den Schlauch anzuschließen. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich das gewusst hätte, wie einfach das geht, gleich Ein- und Auslauf so gemacht. In meinem Livestream konntet ihr dann verfolgen und euch auch beteiligen daran, wie ich das Becken eingerichtet habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich auch jetzt noch tun. Ihr habt also gesehen, dass der Weg zu einem steinigen Becken auch manchmal ganz schön steinig sein kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Meinungen und Kommentare sind wie immer sehr erwünscht. Falls du künftig keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, abonniere doch meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und klick auch diese komische Glocke an, damit du erinnert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.